Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ja, wie? Was ist eigentlich das, oder ja, diese unangenehmen Dinge hier in Clash of Clans? Finde ich oder finden einige Spieler? Das weiß ich jetzt noch nicht. Das versuchte ich jetzt die ganze Zeit mal rauszufinden, was hier eigentlich das Problem einiger Spieler ist. Also, wir sind hier erstmal im Clan Free to Play, das wisst ihr. Und der Frei hier hat übrigens viel Elixier gesammelt. Perfekt. Wir sind hier im Clan Free-to-Play und Free-to-Play heißt Free-to-Play. Was heißt das eigentlich? Feel free to play? Oder heißt es wirklich Free-to-Play? Also du gibst wirklich keinen Cent aus und spielst das Spiel mit dem, was das Spiel dir gibt. Ich würde sagen, das ist es eigentlich oder das trifft es so ein bisschen. Pay-to-Win gibt es ja nicht, weil man kann hier keine Verbesserungen kaufen, die besser sind als andere das haben. Man kann das Spiel nur schneller gestalten. Das heißt also, du kannst schneller leveln. Komm schneller voran, dein Dorf ist schneller fertig und du kannst ein Dorf oder eine Rathausstufe ausbauen. Das Ganze macht man dann, bis man irgendwann Rathaus Level 13 ist. Das geht ganz, das kann ganz, ganz schnell gehen. Man muss letztendlich nur seine Lager leveln und, ja, was muss man eigentlich nur leveln? Lager, Rathaus, mehr eigentlich tatsächlich nicht. Man muss natürlich alles immer gebaut haben, klar, aber mehr ist es nicht. Und bei einigen fällt mir das auf, da ist das leider auch so. Wir gehen hier mal kurz durch, denn wir haben heute einen entlarvt. Wir haben heute einen entlarvt. Der hat ganz sicher gepayt, denn ich habe heute Morgen im Discord gesehen. Ihr wisst, in meinem Discord tracke ich diesen Clan hier. Dazu muss das Log übrigens auf öffentlich stehen. Und jeder, der hier mal so ein bisschen was macht, der also levelt und oder aber auch eine Rathausstufe levelt oder was auch immer sich was freischaltet, das zeigt der Discord dann an. In unregelmäßigen Abständen und uns ist aufgefallen tatsächlich, dass es hier jemanden gibt. Wir haben Gummibärchen, ja, wir haben Gummibärchen. Der Gummibärchen ist ein guter Spender, ne? Finde ich. Obwohl er noch gar nicht so hohe Truppen hat, finde ich aber, ist sein Verhältnis hier eigentlich unschlagbar gut. Es gibt da andere, wenn ich das so sehe, bei Romax, bei Felix, Tessie da unten und auch bei Michi, die spielen richtig Free-to-Play, also die spenden nicht mal was. Der mich gestern übrigens beschimpft hat in den Kommentaren und hat mich beschimpft, dass ich so viele Gems habe auf dem einen Account und nicht einmal mit Gems ein paar Truppen raushaue. Nein, Leute, das mache ich nicht. Also bei aller Liebe, 9 Bogenschützen, die gemme ich jetzt nicht, wenn ich sie nicht gerade habe. Das könnt ihr nicht von mir verlangen. Und ich bin halt sparsam. Wenn du meinst, ich bin ein Geizknochen und bin kein Teamplayer, dann ist das in Ordnung. Aber ich bin auch ein Geizknochen und dementsprechend gebe ich für gewisse Sachen halt überhaupt keine Gems aus. Da fehlt mir ein bisschen die Einsicht. Aber der Gummibär hier, der ist plötzlich Rathaus Level 9. Der ist plötzlich Rathaus Level 9 und nicht befördern zum Ältesten. Wir schmeißen ihn auch nicht raus. Eigentlich müsste ich ihn rausschmeißen, weil er im letzten Clankrieg 0 Angriffe gemacht hat. Und wir besuchen ihn mal. Er ist nämlich jetzt schon Rathaus Level 9. Ja, er ist Rathaus Level 9, hat allerdings bei 8 einiges nicht zu Ende gebaut. Ihr seht das hier, die Kanönchen, die hat er sich mal gespart und hat aber schon eine Queen auf Level 11. Die geht jetzt schon auf Level 12. Ja, wie schafft man das in so kurzer Zeit? Klar, man wendet sich ab von dem Free-to-Play-Spielen und kauft sich einfach mal fetten Paket. Denn es gibt, glaube ich, zum Rathaus 9 Start gibt es ein Paket, wo man die Queen gleich auf Level 10 hat, glaube ich. Ne? Wenn mit dem bisschen Dunklen, was du dann hast, kriegst du schon mal auf 11, 12. Macht er hier auch. Hier geht der Bohrer, der nächste dritte Bohrer hoch. Das ist löblich, finde ich. Allerdings, glaube ich, die gehen, glaube ich, gar nicht weiter bei Rathaus Level 8. Allerdings hätte ich jetzt so ein bisschen eher den Fokus gesetzt, dass ich die Armeelager hochkriege. Die laufen ja nicht lange. Die laufen ja nicht lange auf Rathaus Level 9. Und, aber ansonsten hat er so, ich nenne es mal so, er hat alles, aber er hat auch nicht alles zu Ende gelevelt. Ja, 80 Kriegssterne ist auch jetzt noch nicht so ultra viel. Aber den Golem nicht auf 2, die Walküre nicht auf 2, die Schweinereiter auch nur auf 2, das ist Rathaus Level 7 Niveau. Den Päcker nicht auf 3 gebracht, die Heiler erst recht nicht gelevelt, aber okay, jeder hat da seinen Fokus woanders. Und ich bin dann immer erstaunt, wie diese Leute denn auch noch mit den guten Geschichten, die sie hier teilweise haben, was leveln. Muss ich mal so sagen. Okay, ich bin da immer ganz weit weg von solchen Sachen hier auch. Der Frei ist da ganz weit weg. Ich mache mal ein bisschen Clash of Clans nebenher.
Denn wir haben noch so einen Piloten hier. Ich weiß auch manchmal nicht, wer die Leute angenommen hat, ob ich das wirklich war. Keine Ahnung, ob ich das wirklich war. Kann ja sein. Oh, der ist mal abgefarmt hier. Abgefarmt oder leer? Das weiß ich jetzt gar nicht. Ist das immer ein Zeichen, dass die vielleicht im Ausbau sind oder sind die, obwohl der ist wirklich leer hier. Die X-Bögen sind ja auch, sind auch leer. Dann können wir den mal mitnehmen. Die Frage ist nur, wie nehmen wir den mit? Was habe ich denn in der Clanburg? Pekka. Ich habe was in der Clanburg. Ja, wir gehen hier mal an den Bombenturm ran. Nehmen hier auch mal gleich einen Pekka. Und ein paar von denen. So, meine Mauerbrecher. Mal gucken, wo die hier, wo die so hinlaufen. Okay. Das ist aber eine komische Richtung. Einen nehme ich mal nach da. Und Clanburg hier mit drin. Und nochmal zwei Packies. Ein paar Helden hier hinterher. Und hier springen wir mal rüber. Und hier nehmen wir schon mal einen kleinen Gift für die Queen. So, jetzt will ich mal wieder was nicht vergessen, Leute. Das wisst ihr. Was wir gestern immer vergessen haben. Wir haben ja gestern immer vergessen, irgendwo das Dunkle mitzunehmen, was irgendwo am Rand war. Und da sind, oh, da. Ich muss mal gucken, wo sind meine Packers, denn die brauchen den Wut in jedem Fall. Meine Queen braucht den Wut nicht. Und das ist jetzt wieder schwierig. Da hat er noch einen Bohrer, okay. Da hat er noch einen Bohrer, da könnten wir rankommen. Gucke mal, dass wir da rankommen. Und dann schmeißen wir hier nämlich mal die Fässerchen ab. Und nehmen die Fässer dahin. Ah, die gehen da auch rauf, perfekt. Perfekt, die gehen da auch drauf. Und hier hinten nehmen wir noch den Magier. So, dann haben wir fast auf Null. Ist nur noch der kleine Bohrer hier. Aber auch er hier ist so ein bisschen unterlevelt, hätte ich fast gesagt. Vielleicht noch nicht ganz so lange Rathauslevel 10. Und hat dann keinen Bock mehr gehabt. Ich kann das verstehen, dass manche keinen Bock mehr haben oder dass man unter Umständen hier irgendwie so ein Loch plötzlich in seinem ganzen Tun hat. Also man fällt in so ein schwarzes oder tiefes Loch rein, weil plötzlich die Bauzeiten auch lange werden. Ja, je höher, das wisst ihr, je höher man im Rathaus natürlich kommt, desto länger sind auch Bauzeiten von Gebäude, von Minen und Sammler und von Kasernen, Armeelager. Und irgendwann, oder viele kriegen dann die Krise, wenn sie sehen, oh, läuft das lange, Mensch, da habe ich ja so lange keinen Bauarbeiter. Klar, das Ganze natürlich abzukürzen. Kannst du mit dem Goldpass machen, diese unangenehmen Dinge, die kannst du mit dem Goldpass wegmachen. Oder aber du nimmst viel, viel Geld in die Hand und jammst das Ganze durch ohne Goldpass jetzt. Ich meine, Goldpass macht dann schon fast mehr Sinn, denn Goldpass kostet 5 Euro. Was kostet der 5,49? Mal gerade gucken, was der Goldpass hier so kostet. Ein Goldpass holen, der kostet 5,49 €. Und wenn ihr überlegt, wie viel Gems man nur für 5,49 € bekommt. Das ist wirklich, das steht in, ja, für 5,49 kriegst du 500 Gems. Das ist echt wenig, denn angenommen, man würde nichts gebrauchen von dem Pass hier, also keine einzige Belohnung, machst du hier schon 300, 400 Gems nur mit den Verkäufen. Und ich glaube, die Sachen hier, die man hier dann im Goldpass bekommt, sind allemal wert, viel mehr wert als 5,49 € nur in Gems umzusetzen. Aber sei es drum, wir bauen nochmal nach. Ich hatte euch ja gesagt, dieses Free-to-Play, irgendwann hat das ein Ende, beziehungsweise kein Ende, sondern irgendwann hat man keinen Bock mehr drauf. So einen haben wir hier auch. Ich meine, ich werf den Leuten hier nichts vor. Sie sind hier ja im Clan, sie werden geduldet, aber manchmal ist zum Beispiel den Julian hier, den dulde ich, ja, aber den nehme ich nicht mehr mit in die Clankriege. Den nehme ich nicht mehr mit in die Clankriege. Das ist ein Rathaus Level 11 und vermutlich den Gummibee jetzt auch nicht zu Anfang, aber das ist ein Rathaus Level 11 hier. Und ihr seht selber mit Level 104, das kriegen andere locker mit Rathaus Level 8 hin, wenn sie nicht leveln und nur spenden. Aber maue Helden, maue Truppen, zaubermäßig die dunkle Kaserne gar nicht mehr weiter gelevelt. Und das sind so die unangenehmen, das meinte ich mit unangenehmen Dingen, die er hier nicht macht. Manches verstehe ich jetzt auch nicht. Ich meine, wenn ich ein Rathaus level, dann ziehe ich mir schon mal eine Kaserne mit normalen, also mit Elixier hoch und eine Kaserne mit
auch mit Elixier, eine dunkle Kaserne dann, sodass ich wenigstens schon mal die neuen Truppen auf der Rathausstufe, dass die mir zur Verfügung stehen. Das macht er hier nicht. Er hat hier noch keinen Bowler. Den kriegst du eigentlich als Rathaus Level 10 schon. Er hat natürlich dementsprechend auch keinen Eisgolem. Warum das so ist, kann ich euch, habe ich so eine kleine Vermutung. Ich meine, das Dorf ist auch schwach. Das Dorf ist ultra schwach. Der wird von jedem Zehner hier überrannt. Aber er hat immerhin den Adler auf 2. Immerhin hat er einen Adler auf 2. Der Rest ist aber... Ja, ich weiß nicht. Ich könnte mit so einem Account nicht leben. Tut mir leid. Er klopft hier alle Kasernen hoch. Das finde ich gut. Aber er klopft auch nur die hellen Kasernen. Ich nenne sie mal so. Nur die hellen Kasernen hoch. Denn die dunklen Kasernen, die müssen bei ihm ja noch 2 Level machen. Wo finde ich eigentlich mal die dunkle Kaserne hier bei ihm? Hier. Ja, die müssen noch viel, viel mehr Level machen. Die hat er auf 2. Er muss eine höhere haben. Da ist er, die auf 6 hier. Wie gesagt, man hat eigentlich Bowler auf Rathaus Level 10 schon zur Verfügung. Das heißt, die muss jetzt 2 Level gehen. Und so eine Kaserne, die hat dann eine lange Laufzeit. Die läuft dann, glaube ich, 8 Tage und danach 10 Tage, wenn ich mich nicht ganz vertue. Und ja, da hast du keinen Bock drauf. Ist einfach so, habe ich so das Gefühl. Ich meine, er macht sich auch nicht die Mühe, hier mal die Armeelager wenigstens auf Rathaus Level 10 Niveau zu bekommen. Und ich finde, da hört der Free-to-Play-Spaß so ein bisschen auf. Denn irgendwann wird er ja irgendwann merken, dass ich ihn nicht mehr mitnehme und ihn hier meide. Er kann hier Clanspiele spielen, kann hier das machen, was er jetzt macht. Aber in den Clan kriegen, da passt er bei uns einfach nicht rein ins Gefüge. Liga könnte schon wieder was anderes sein. Aber so die Clan Wars, die wir hier machen, er wäre oben der einzige Elfer im Moment. Und das heißt, nee, wir haben den Tät, glaube ich, noch. Wir haben den Tät noch, aber das ist dann auch, das ist ein Quantensprung. Denn der Tät levelt hier ein bisschen anders. Ich weiß, das ist jetzt ein bisschen Gequatsche, aber das ist so mal ein bisschen die Gegenüberstellung. Der ist auch erst Level 108, ja, hat auch noch nicht so viel gespendet. Aber ihr seht, der hatte wenigstens ein ordentliches Zehnerdorf, nämlich Maxed. Und hat jetzt auch schon die ganzen Mauern nachgebaut, nachgemaxt, ist auch noch nicht so lange auf 11, hat den Adler noch auf 1. Aber ich glaube, dieser Gesamteindruck ist einfach viel, viel besser. Und ich glaube, Tät hat auch alles gelevelt. Ah nee, die müssen auch noch einen hochgehen, hier die dunklen Kasernen bei ihm. Ja, sie haben halt eine lange Laufzeit, 10 Tage auf eine Kaserne zu verzichten. Oder man nimmt einen Hammer. Ja, man nimmt einen Hammer. Oder man nimmt... Gems, ja. Es gab ja viele nette Angebote, aber unter Umständen sagt sich der Tät auch, naja, wir sind hier im Clan Free to Play, da wollen wir auch mal free spielen und dementsprechend, ja, wie seht ihr das? Ich weiß, wir spielen hier Free to Play und hier oben steht das sogar in der Clan-Beschreibung, ja, wir sind richtig Free to Play hier, Free to Player geht's gar nicht, aber hier hat schon jeder, ich nicht, aber hier haben schon einige, denke ich mal, so ein bisschen gepaid. Und ich meine, wo kein Kläger, da kein Richter. Also egal. Ist dann dementsprechend ohne einen Cent in das Spiel zu investieren. Okay, was kostet eigentlich das Paket auf Rathaus Level 9? Ich kann es euch nicht genau sagen. Ich muss mal gucken, ob ich einen Bänder gerade finde. Ich mache mal kurz einen Cut. Mal sehen, ob ich den Bänder finde. Der würde ja auf Rathaus Level 9 gehen. Aber der bekommt das Paket dann noch nicht. Da muss ich einen anderen Account. Ich muss eben mal einen anderen Account laden. Da kann ich euch das aber, glaube ich, auch noch nicht zeigen. Mal sehen. Kurzen Cut. Asche über mein Haupt. Ich habe im Moment keinen Account, der jetzt frisch auf 9 gegangen ist oder so. Kann ich euch aber nicht. Also ihr müsst mir das unten reinschreiben, was das Paket kostet. Aber kann es sein, 21,99 € oder so? Weiß ich nicht genau. Ja, mal gucken. Aber der Zippy hier, der Zippy hat kein Problem. Zippy ist ganz normaler Zehner. Hier auch schon ganz schön weit, wie ich das so sehe, mit den Helden. 36, 38 schon mal nicht so schlecht. Und obwohl wir diesen Clankrieg hier wieder mal mit einem Perfect War abschließen, allerdings nicht auf unserer Seite, sondern auf der Seite des Gegners, der uns hier leider den Perfect War wieder reindrücken wird. Das ist fast so sicher wie das Amen in der Kirche. Das kommt hier in letzter Zeit sehr, sehr häufig vor, dass wir hier nicht nur ein PW gewinnen, sondern dass wir auch vor allen Dingen die PWs hier gerne verlieren, beziehungsweise gerne auch selber reingedrückt bekommen. Aber schöne Schweinerei hier vom Zippy, in jedem Fall. Mit Schweinereiter hier kleines Killsquad, also Maschine, was hat er mitgehabt? Ein Golem davor, ja, so passt das immer ganz gut. Rathaus 10 auf Rathaus 10, das ist auf jeden Fall Max auf Max hier. Und
Queen geht auch noch gut durch. Hat er jetzt aber, obwohl, die war schon gezündet, okay. Dann müssen sie jetzt komplett die Hocks reißen. Und sind gar nicht mehr so viel da, aber noch ganz schön viel Def da. Aber er hat natürlich noch Heilzauber, gerade noch so drin gewesen. Aber schon ziemlich eng. Nervende Knabberskelette hier. Es werden immer weniger Hog Rider. Und der Flächenschaden muss in jedem Fall noch fallen. Der Rest ist eigentlich nicht ganz so schlimm. Das ist hier nur der Schaden, Punktschaden, so nenne ich ihn ja immer. Und da gehen die Auer, die waren schön lange noch mal in Heilung. Wunderbar. Da hat er das ganz gut gemacht hier. Naja, ja, wie gesagt, ich habe im Moment leider keinen Account. Müsst ihr mir in die Kommentare schreiben oder auch nicht. Ihr schreibt ja nicht so gern bei mir in die Kommentare rein. Da scheint auch irgendwas vergiftet zu sein oder so, weiß ich nicht. Denn ich habe in letzter Zeit immer sehr, sehr wenig Kommentare. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich euch nicht auffordere. Schreibt mal was in die Kommentare. Kann auch sein. Aber ist egal. Zip hat das gut gemacht hier. Dennoch werden wir diesen Clankrieg hier leider verlieren, da wir oben den Rusher Rathaus 12 ja auch leider auch auf der Gegnerseite ist ein Rusher Rathaus 12. Den kriegen wir nicht down. Und ja, ist einfach so, auch wenn das Dorf jetzt eigentlich ein Rathaus Level 9 bis 10 Dorf ist, kriegen wir es leider nicht down. Und dementsprechend schaffen wir das leider nicht. Ich hoffe, das Ganze hat euch trotzdem ganz gut gefallen, auch wenn wir jetzt nicht ganz so zum Ende, zum Schluss gekommen sind. Aber es gibt diese nicht unmöglichen Dinge, aber diese unangenehmen Dinge, die so ein bisschen hier dafür sorgen, dass einige so ein bisschen schneller was weitermachen, als es eigentlich machen sollten. Ihr wisst schon, was ich meine. Und ist halt so. Ich gehe jetzt erstmal an mein Teams dran. Bin nämlich noch mitten in der Arbeit. Also bis dahin, Leute. Schöne Woche noch. Bleibt gesund. Euer Toto. Clashed.